Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag. Das Ganze beginnt als so eine Art Schelmenroman, geht dann über in so eine Familiengeschichte mit Europa und geht dann in so eine Art globalisierter Roman über, wenn die ganze Welt wichtig wird. Und spätestens da sind zu viele Protagonisten an Bord. Nach der Erfindung der Dampfmaschine, der Industrialisierung und dem Start des Computerzeitalters sind wir jetzt mit dem Internet der Dinge schon mitten in der vierten industriellen Revolution. Da wird natürlich überhaupt nicht gedacht und null gefühlt in dem Text. Also es ist ein eiskalter Text. Ich glaube, dass die Abwesenheit von Emotionalität erst diese Koalition ermöglicht. Insofern ist dieser Koalitionsvertrag das Protokoll einer Therapiesitzung. Es ist ja überhaupt kein kalter Text. Es ist ein Text, der tiefe, tiefe Emotionalität immer wieder verrät. Wenn beispielsweise diese großartige Forderung nach mehr Helmen für die Radfahrer aufkommt, dann spürt man die tiefe Sorge, und das Wort Sorge ist eines der meistgebrauchten überhaupt in diesem Text, um die Menschen, an die sich dieser Text, an die sich diese Literatur wendet. Innovation, Investition, Integration und Internationalisierung, das ist eine Anapher, die man besser überhaupt nicht in der Rhetoriktheorie bilden kann. Also hier sind Leute mit wirklichem Fingerspitzengefühl herangegangen und haben verzweifelt vier Worte mit IN am Anfang gesucht. Die deutsch-französische Partnerschaft ist in ihrer Breite und Tiefe einzigartig. Breite und Tiefe. Denen fehlt das Vokabular, das auszudrücken, was sie empfinden. Die Morbidität soll zukünftig nicht nur mit Leistungsdaten bestimmt werden. Heißt das, was heißt das denn? Also jemand, der tot ist, ist nicht nur tot. Weil dieser Vertrag ist ja mehr eine Chiffre. Vielleicht passt er insofern schon in gewisse Literaturgattungen hinein. Er ist ein kodierter Text. Von 100 Menschen auf der Welt lebt nur einer in Deutschland. Unsere Bevölkerung ist die älteste in Europa. Ein Mensch von 100 ist Deutscher. Ich werde, glaube ich, heute Nacht davon träumen. Diese eine Deutsche zwischen 99 anderen Menschen. Hallo, wo ist der nächste Deutsche hier? So. Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft. Ich halte diesen Vertrag für ausgesprochen geschickt aufgebaut, gerade in dem, was er ausspart, gerade in dem, wie er die Fantasie anregt. Und dementsprechend möchte ich das hier gar nicht so wahnsinnig witzig betrachtet haben, sondern mehr als eine sehr präzise Verschleierungstaktik, die ja auch durchaus ihren politischen Sinn haben kann. Ein Volk, ein